Wenn tagsüber alle Bewohner das Haus verlassen, bleiben bei einer herkömmlichen Heizungsregelung ungenutzte Wohnräume oft für einen längeren Zeitraum kontinuierlich beheizt. Wird das Fenster zum Lüften geöffnet, heizt man buchstäblich zum Fenster hinaus. Der Thermostat weiß nicht, dass ein Fenster geöffnet wurde und versucht weiterhin die hohe Temperatur im Raum zu halten. Dies erzeugt unnötige Heizkosten. Wer kennt diese Situation nicht? Man geht abends zu Bett, legt sich unter die warme Bettdecke und merkt, dass es zum Schlafen im Raum zu warm ist. Man hat mal wieder vergessen, die Heizung herunterzudrehen. Also quält man sich aus dem Bett und dreht den Thermostat herunter. In Zeiten stetig steigender Energiepreise gewinnt das Thema Heizkostensparen immer mehr an Bedeutung. Mit der neuen Generation elektronischer Thermostate für Heizkörper lassen sich Komfort- und Energieeinsparung auch in Ihrem Haushalt perfekt verbinden. Sparen Sie bis zu 30% Ihrer Heizkosten ein. Der Energiesparregler verfügt über individuell einstellbare Heizphasen. So können Sie das Heizverhalten Ihren persönlichen Bedürfnissen anpassen. Beispielsweise wird um 8 Uhr die Temperatur von 21 auf 17 Grad herunter und um 16.30 Uhr wieder hochgeregelt. Der Fensterkontakt erkennt das Öffnen des Fensters und überträgt dies per Funk. Daraufhin senkt der Energiesparregler die Temperatur. Nach Schließen des Fensters wird die Temperatur automatisch zurückgesetzt. Besonderen Komfort bietet das einstellbare Wochenprogramm. Wenn Sie es wünschen, kann die Temperatur um 23 Uhr von 21 auf 17 Grad herabgesenkt werden. Der neue Energiesparregler ist nach wenigen Handgriffen funktionsbereit. Das Gerät wird mit zwei handelsüblichen Mignon-Batterien betrieben und verfügt über eine Batterielebensdauer von ca. 2 Jahren. Nachdem das aktuelle Datum und die Uhrzeit eingestellt wurden, kann der elektronische Regler programmiert und montiert werden. Der herkömmliche Thermostat wird vom Heizkörper entfernt. Für die meisten Heizungsventile ist kein Adapter erforderlich. Wird ein Adapter benötigt, kann er problemlos aufgesetzt werden. Anschließend ganz einfach die Überwurfmutter des Energiesparreglers festziehen, OK-Taste drücken, fertig.